Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Biochemie Now. Nach einer etwas längeren Pause widmen wir uns heute einem Thema, was auch in der Biologie zu finden ist. Nämlich, wir sprechen heute über immunologische Grundlagen. Das wird eine kleine Vortragsreihe werden und wir beginnen heute mit den Grundlagen der Grundlagen, kann man so schön sagen. Nämlich, wir reden über angeborene Abwehrmechanismen. Das geschieht vor allem in dem oberen Teil. Und wir reden auch über Antigene, Antikörper und Immunglobuline, was auch zu den essentiellen Grundlagen dieses Themas gehört. Die Whiteboard ist dieses Mal etwas anders gesplittet. Ihr seht, das sind beides mal die oberen Teile. Der untere Abschnitt der Whiteboard ist momentan leider belegt. Deswegen habe ich das jetzt so aufgesplittet. Ich denke, das wird für euch nichts ausmachen. Und ja, da würde ich sagen, ich habe Lust darauf und ich hoffe ihr auch und wir legen los mit den angeborenen Abwehrmechanismen. Es ist nämlich wichtig, dass, wenn man gefragt wird, was denn so eine Infektion im Körper macht, dass man so einen Ablauf im Kopf hat. Also wie jetzt überhaupt es zur Aktivierung des Immunsystems kommt, beziehungsweise was wir halt für Mechanismen haben, dass es gar nicht so weit kommt oder es halt nur in bestimmten Fällen zu einer manifesten Infektion kommt. Und da haben wir eben, wie angesprochen, bestimmte angeborene Mechanismen. Die sind hier aufgelistet. Wir haben mechanische, mikrobiologische und chemische bzw. biochemische Mechaniken. Und was man sich vorstellen kann, mikrobiologisch sind sämtliche Darmbakterien zum Beispiel oder einfach die Bakterienflora im Darm. Also man kann davon ausgehen, dass allein schon diese Darmflora so viel wert ist, dass nicht jeder pathogene Keim, der im Magen-Darm-Trakt landet, gleich zu einer Infektion führt. Da kommt es immer auf die Dosis an und auch auf die Virulenz des Keims. Salmonellen zum Beispiel benötigen eine hohe Dosis, dass sie überhaupt erst zu einer Infektion führen. Mit den mechanischen Barrieremechanismen ist das, denke ich, auch relativ simpel. Also wir haben Flimmerepithel in unserem Nasenrachenraum. Wir haben auch Epithel in der Lunge mit den Flimmerhärchen, die dazu führen, dass man schon dadurch Sekret bzw. Erreger in Richtung oralen Ausgang transportiert. Und da spielt natürlich auch der Luftstrom dann eine wichtige Rolle. Sowie der Schleim, der gebildet wird, der auch, zum Beispiel wenn man eine Bronchitis hat oder eine Lungenentzündung, der dann hochgehustet wird und wo natürlich auch ein Stück weit Erregerreste abgetragen werden oder einfach ausgeschieden werden. Genau. Wichtiger für Biochemiker wird es dann bei den chemischen Mechanismen. Wir haben unter anderem etwas im Speichel, was sich Lysozym nennt. Und dieses Lysozym, das kann jetzt O-glykosidisch Murein spalten. Was ist das denn jetzt wieder? Wenn man jetzt an die Bakterienwände denkt, kann man sich Murein als großes, käfigartiges Molekül in der Zellwand von Bakterien vorstellen, was etwa so aufgebaut ist hier als repetitive Disaccharideinheiten. Man sieht hier die O-glykosidische Bindung. Was für eine glykosidische Bindung ist das? Ist das Alpha oder Beta? Das ist Beta. Das ist Beta 1. Also Beta-1,4 glykosidische repetitive Disaccharideinheiten. Und zusätzlich haben wir jetzt hier einen Milchsäurerest an C3, der über, was ist das für eine Bindung hier? Über eine Amidbindung ein Tetrapeptid gebunden hat. Zwar aus Alanin, Glutamin, Lysin und wieder Alanin. Dieses Tetrapeptid ist wiederum mit einem Pentapeptid aus Glycin verbunden, immer an dem Alanin und immer eigentlich hier an dem terminalen Glycin, so müsste man sich das vorstellen. Und wenn man das jetzt räumlich malt, man sieht, dass man hier immer so Verbindungen hat, dann gibt das, wie gesagt, so einen richtigen Käfig und so dreidimensional etwas, was man sich dann wie so eine Zellwand eines Bakteriums vorstellen kann. Und dadurch muss man ja erstmal durchkommen und da ist dieses Lysozym da, was O-glykosidisch, welche Bindung natürlich spaltet? Die zwischen den Disaccharideinheiten, nämlich die Beta-1,4-Bindung. Also hier wird nichts am Tetrapeptid oder Pentapeptid gespalten, sondern hier oben wird gespalten.
Und das ist unter anderem ein angeborener Abwehrmechanismus. Wenn Bakterien im Speichel wären, wären die damit schon mal zum Teil eliminiert. Wunderbar. Dann haben wir natürlich auch noch die Magensäure, die hat so einen niedrigen pH-Wert, dass es schon deswegen vielen Bakterien nicht zum Überleben dient. Es gibt so ein resistentes Bakterium, Helicobacter pylori, das kann in der Magensäure überlegen, das produziert Urease. Das ist sehr böse, weil es Gastritiden machen kann und häufig, also viele haben diesen Keim, ohne dass sie es wissen, aber es kann Gastritiden machen. Deswegen muss man auch aufpassen bei einer Protonenpumpenhemmertherapie, dass man nicht so sehr die Magensäure abschwächt, weil auch das Infektionen begünstigt. Biochemie kann man sich immer herleiten, das ist wunderbar. Dann haben wir noch sowas, das sich Paneth-Zellen nennt. Und Paneth-Zellen, die produzieren Defensine. Diese Defensine, das sind Stoffe, die, sagen wir mal, aus einer Aminosäurekette bestehen, die amphiphatisch sind, die sich konzentriert in neutrophilen Granulozyten wiederfindet und auch vermutlich so als Art Porenbildner wirkt. Und diese Porenbildner sozusagen halt wie so Löcher in die Bakterien macht, um das Verdauen bzw. die Zerstörung der Bakterien zu erleichtern. Das findet sich vor allem im terminalen Ileum. Also Defensine werden von Paneth-Zellen produziert, die finden sich im terminalen Ileum und auch die gehören zu den angeborenen Abwehrmechanismen. Zuletzt haben wir noch das Surfactant, dabei ist nur das Surfactant A und D von Rolle. Es gibt ja auch ein B und C, aber das hat immunologisch keine Rolle. Nur das Surfactant A und D, das kann nämlich opsonieren. Was ist das jetzt wieder? Opsonierung bedeutet, dass man, um zur Verdau, zum Verdau der Fress, nee, zum Verdau der Bakterien eine Einhüllung von Partikeln mit Proteinen aufmacht oder sozusagen halt Proteine mit Partikel einhüllt, um die Verdauung von Bakterien zu erleichtern. Die Verdauung wäre auch die Phagozytose. Das kommt jetzt sofort, aber das ist die Grundlage von Opsonieren. Das heißt, die hüllen es mit Partikeln ein und helfen dabei sogenannten Makrophagen bzw. Phagozyten. Das ist jetzt die perfekte Überleitung, denn diese Phagozyten, die spielen auch eine wichtige Rolle. Und Phagozyten gibt es eigentlich zwei Typen. Es gibt die neutrophilen Granulozyten und es gibt die Makrophagen. Die Makrophagen ist das, was man immer als Fresszelle im Kopf hat. Fresszelle im Sinne von, da ist eine Zelle, die frisst einfach ein Bakterium auf. Es ist genauso, wie es klingt. Daher kommt auch der Begriff Phagozytose. Und der Unterschied zwischen Makrophagen und neutrophilen Granulozyten ist lediglich der, dass die Makrophagen gewebsresident sind. Deswegen gibt es zum Beispiel, wenn man im Histokurs sitzt, immer wieder Gewebeausschnitte, wo Makrophagen bestimmte Namen haben, zum Beispiel in den Lebersinusoiden die Kupferzellen, das sind Makrophagen, weil die sind dort gewebsresistent, resident. Die neutrophilen Granulozyten sind das nicht, die schwimmen im Blut rum und die steigen hoch, die gehen hoch bei Infektionen. Das prüft man unter anderem nach, indem man einfach die gesamten Leukozyten anguckt im Blut. Und wenn der Wert hoch ist, spricht das unter anderem für einen großen Anteil neutrophiler Granulozyten oder einen erhöhten. Der macht auch den größten Batzen der Leukozyten aus. Da gibt es nochmal so einen Merkspruch: Never let monkeys eat bananas. Neutrophile Granulozyten, Lymphozyten, eosinophile Granulozyten, Monozyten und basophile Granulozyten. Das sind die Anteile der Leukozyten. Und nochmal, die beiden sind die sind die Phagozyten und die sind ungeheuer wichtig, um Bakterien erstmal dingfest zu machen und einfach aufzufressen. Jetzt, wie wissen die, dass das ein böses Bakterium ist oder dass das ein Erreger ist? Wie können die das erkennen? Die erkennen das durch die Wiederfindung sogenannter pathogen-assoziierter Moleküle. Pathogen-assoziierte Moleküle sind eigentlich meistens Rezeptoren auf zum Beispiel Makrophagen oder eben neutrophilen Granulozyten, die bestimmte Fremdbestandteile dieser Erreger erkennen können. Da habe ich vier Stück aufgelistet und ich fange jetzt aber mal mit dem wichtigsten an, tatsächlich. Das sind die Toll-like-Rezeptoren. Die anderen, die vergisst man häufig wieder, aber die Toll-like-Rezeptoren, die muss man wirklich kennen. Und die können unter anderem Bakteriengeißeln erkennen. Die können virale doppelsträngige DNA erkennen.
Die können nicht methylierte CpG-Reste erkennen. Was waren nochmal methylierte CpG-Reste? Das sind Bereiche der DNA, die für die Epigenetik eine Rolle spielen, deswegen sind sie methyliert. Nicht methylierte Anteile werden immer suspekt auf ein Bakterium. Und ganz wichtig hier Lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide sind wiederum Endotoxine, die von Bakterien produziert werden, hauptsächlich gramnegative Bakterien, also gramnegative Lipopolysaccharid, und die unter anderem eine Entzündungsreaktion mit Fieber im Körper auslösen können. Kommt es dann zu einer Sollwertverstellung im Gehirn, dass Prostaglandine produziert werden und man deswegen sich kalt fühlt, weil man eine erhöhte Körpertemperatur bekommt. Und das ist das, was wir als Fieber empfinden. Und diese Lipopolysaccharide oder die anderen Teile, die werden unter anderem von Toll-like-Rezeptoren erkannt, die sitzen hier auf der Oberfläche und dann entsteht eine Kaskade. Eine Kaskade, da werden zum Beispiel hier TRAC wird zu TRAF-phosphoryliert, dann wird irgendein Protein namens TAC1-phosphoryliert, IKK wird phosphoryliert und am Ende wird ein Inhibitor eines Proteins namens NF-kappa-B phosphoryliert, sodass das NF-kappa-B freigelassen wird. Und NF-kappa-B ist jetzt was? Das ist ein Transkriptionsfaktor. Und zwar ein Transkriptionsfaktor für die Hochregulierung immunologisch wichtiger Moleküle, Stoffe, zum Beispiel. Was man hier natürlich sieht, ist, da steckt Kappa drin und dieses Kappa ist unter anderem eine der Leitketten eines Antikörpers und NF-kappa-B hochreguliert unter anderem die Produktion dieser Antikörper. Das reguliert zum Beispiel auch Wachstumsfaktoren oder Interleukine oder Chemokine. Und NF-kappa-B hängt wiederum mit diesem Toll-like-Rezeptor zusammen. Das muss man können. Also Toll-like-Rezeptoren. Unter anderem Lipopolysaccharide und am Ende steht NF-kappa-B als Transkriptionsfaktor. Perfekt. Wir haben dann noch weitere Rezeptoren, zum Beispiel einen Makrophagen-Mannose-Rezeptor. Der erkennt so Zucker wie Mannose, was auch eigentlich nicht typisch ist für unseren Körper und deswegen als sogenannter Lektinbinder gilt und damit auch halt ein pathogenes Molekül damit darstellt, was erkannt wird. Dann haben wir Scavenger-Rezeptoren, das sind Müllschlucker. Wir hatten ja Scavenger-Rezeptoren auch bei dem Cholesterin- und Fettstoffwechsel genannt. Denkt nochmal an die Lipoproteine. Am Ende zum Beispiel das HDL kann auch über so einen Scavenger-Rezeptor aufgenommen werden. Scavenger-Rezeptor B2. Und auch bei bestimmten Bakterien, also zur Erkennung bestimmter Bakterien, bieten die hier eine gute Funktion. Und dann haben wir noch N-Formylmethionin, was durch den F, also Formylmethionin-Leu-Phenylalanin-Rezeptor erkannt wird. Auch N-Formylmethionin ist ein Bestandteil von bestimmten Bakterien. Wunderbar. Das heißt, dadurch werden oder das erkennen Makrophagen, das können Makrophagen oder auch neutrophile Granulozyten, also Phagozyten, und so können als erste Maßnahme ein paar Erreger phagozytiert werden. Es passiert aber noch was anderes. Es passiert natürlich, dass wenn die Makrophagen aktiv werden, die chemotaktisch andere Leukozyten anlocken, nämlich zum Beispiel B-Lymphozyten oder T-Lymphozyten, die dann zytotoxische Zellen eliminieren können, dazu aber später. Beziehungsweise B-Lymphozyten, die auch zu Plasmazellen werden können und Antikörper produzieren können. Und das geschieht durch chemotaktisches Anlocken, durch wieder Interleukine, die durch zum Beispiel das hier produziert werden können. Und dann haben wir Leukozyten, die schwimmen im Blut rum und die haben sogenannte Selektine, nämlich, weil man muss sagen, ein Leukozyt hat ein L-Selektin und das Endothel im Blut haben P- und E-Selektine. Und die Leukozyten, die rollen so ein bisschen da hin und her. Und dieses Rollen ist noch keine so feste Verbindung. Wenn jetzt diese chemotaktische Anlockung passiert, führt es aber dazu, dass diese Bindung hier stärker wird zwischen den Selektinen und es zu einer wirklichen starken Adhäsion kommt. Und diese starke Adhäsion, die wird unter anderem noch durch intracellular adhesion molecules verstärkt, die dann durch diese
chemotaktischen Stoffe halt durch diese festere Bindung von P- und E-Selektin, also auch L-Selektin, da aktiv werden und es halt zu dieser stärkeren Bindung kommt. Das heißt, die Makrophagen sorgen auch dafür, dass die Leukozyten langsam eintreffen am Ort des Geschehens. Und eine Sache, die Makrophagen auch noch können, und zwar nicht nur Makrophagen können das, zum Beispiel auch die Leber kann das, nämlich die Produktion von CRP. Dieses CRP ist auch wieder ein Opsonin, also eine Einhüllung von Partikeln, die zur besseren Phagozytose von Fremdmolekülen sorgt. Und CRP heißt auch C-reaktives Protein und das ist so der klassische Entzündungsmarker eigentlich, der auch, nach dem auch immer gefragt wird in der Klinik. Haben wir ein hohes CRP, ist das suspekt für eine Entzündung. Es gibt auch noch ein mannanbindendes Lektin, unter anderem wichtig dann auch für den Komplementweg, der wird in einem anderen Teil vorgestellt. Der bindet wiederum an Mannose. Mannose, wie gesagt, auch wieder suspekt für Bakterien oder für Erreger. Und auch der wirkt opsonierend. Und das ist schon mal so eine Kaskade, wie man sich so vorstellen kann, was so die angeborene Abwehr macht. Und ihr seht, wir haben diese angeborenen Mechanismen chemisch, mechanisch, biologisch. Aber auch ganz wichtig, wir haben Phagozyten und die Rolle, was die so machen, nämlich die erkennen die Erreger. Die verdauen sich schon mal vor, die führen dazu, dass Leukozyten ankommen und die hochregulieren Wachstumsfaktoren, Chemokine und unter anderem sorgen sie auch für die Synthese von CRP oder MBL, was weitere Opsonine sind. Perfekt. Die Hälfte des Videos ist rum und die zweite Hälfte, die handelt dann von der von dem Aufbau von jetzt Antigen und Antikörpern. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen einen Cut gemacht. Wir wissen jetzt, was Makrophagen machen, aber wir wissen, ja, wir haben so dieses NF-kappa-B gelernt. Das heißt, es gibt also so Antikörper, die jetzt irgendwie produziert werden. Aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, was das so ist. Und bevor wir jetzt weiter mit Lymphozyten uns beschäftigen, was so B-Lymphozyten, T-Lymphozyten machen, wie die das so erkennen, stelle ich euch erstmal Antikörper und Antigen im Allgemeinen vor. Weil eine angeborene Abwehr, die reicht in meisten Fällen nicht aus. Man muss spezifisch bestimmte Bakterien eliminieren, wenn sie, oder Viren, wenn sie in hoher Zahl vorkommen. Und dazu oder dafür spielen Antigene eine Rolle, an die dann bestimmte Antikörper binden können. Was sind Antigene? Stellt euch das mal so vor, ihr habt hier so eine Proteinkette und ihr habt an dieser Proteinkette bestimmte Stellen. Es können ganz verschiedene Stellen auf einem Antigen sein, dann haben wir ein multideterminantes Antigen, also wenn es ganz verschiedene Stellen gibt. Die können auf der gleichen Stelle dieser Aminosäuresequenz liegen, also kontinuierlich sein. Die können sich aber auch räumlich durch die Faltung ergeben, das nennt man dann diskontinuierlich. Und all diese Stellen jetzt, das sind Epitope. Also das hier ist das Antigen. Und all diese Stellen hier, das sind die Epitope. Kontinuierliche Epitope, diskontinuierliche Epitope. Und Antigene sind, wie gesagt, meist multideterminant, weil sie viele dieser Epitope haben. Sie können aber auch unideterminant sein. Und diese Epitope, das ist die Determinante eines Antigens, und zwar der Bereich, wo ein Antikörper binden kann. Ganz einfach. Genau. Das ist ein Antigen. Und jetzt kommen wir zu den Antikörpern. Die Antikörper sind jetzt das, was an diese Epitope binden kann. Dabei kann ein spezifischer Antikörper in der Regel an ein spezifisches Epitop binden. Und es gibt eine ganze Reihe an verschiedenen Antikörpern, die haben aber alle eigentlich einen ähnlichen Aufbau. Ihr seht hier schematisch zwei Antikörper. Ihr seht hier einen noch mehr schematischeren Aufbau links als den rechten, deswegen fangen wir mit dem linken an. Hier haben wir in grün gezeichnet, jeweils eine schwere Kette rechts, eine schwere Kette links und in blau wiederum eine leichte Kette rechts und eine leichte Kette links. Also ein Antikörper besteht in der Regel aus zwei schweren Ketten und zwei leichte Ketten. Diese
schwere Kette, die hat hier eine Scharnierregion. Das macht das ganze Ding ein bisschen flexibler, gerade wenn das an so ein räumliches Antigen binden muss. Und es hat Verbindungen über Disulfidbrücken untereinander der schweren Ketten, sind hier zwei Stück. Aber auch die schwere und die leichte Kette ist jeweils mit einer Disulfidbrücke miteinander verbunden. Das heißt, so haben wir ein Gesamtkonstrukt aus den vier Ketten. Jetzt hat jede dieser schweren und leichten Kette einen konstanten Anteil, der immer gleich ist. Der ist hier unten. Hier wäre auch, das nennt man auch FC-Teil und das wäre hier der FAB-Teil. Und wir haben einen variablen Anteil. Dieser variable Anteil ist immer dort, wo dieser Antikörper in der Regel auch die Bindung mit dem Antigen vollzieht, nämlich hier oben. Hier und hier wird meistens eigentlich mit dem Antigen gebunden. Und dort haben wir diesen variablen Anteil sowohl auf der schweren Kette als auch auf der leichten Kette. Die leichte Kette, die kann man unterteilen in Lambda-Ketten oder Kappa-Ketten. Da nochmal die Erinnerung NF Kappa B, deswegen Kappa-Kette. Die schweren Ketten, die machen letzten Endes die Klasse der Antikörper aus. Ob ich dann ein IgG-Antikörper habe, ein IgM-Antikörper, ein IgA-Antikörper, ein IgE-Antikörper und so weiter und so fort. Und der klassischste Antikörper ist eigentlich so der IgG-Antikörper. Deswegen habe ich den da nochmal hingezeichnet. Weil man kann natürlich so eine Schemazeichnung nochmal ein bisschen detaillierter aufdröseln und das seht ihr dann hier rechts. Denn wenn man jetzt nochmal so mit einer Lupe mehr drauf guckt, fällt einem auf, dass diese schwere Kette und auch die leichte Kette jeweils in Domänen aufgeteilt ist. Nämlich in sogenannten Immunglobulin-Domänen. Diese Immunglobulin-Domänen sind etwa 110 Aminosäuren lang. Da kann man sich hier auch die Länge herleiten. Das sind hier vier Domänen, das sind hier zwei Domänen. Und jede dieser Domäne, die hat wiederum in sich eine Disulfidbrücke. Das heißt, wir haben vier Domänen auf der schweren Kette mit einer Disulfidbrücke mal zwei und zwei Domänen auf einer leichten Kette mit Disulfidbrücken auch wieder mal zwei. Dann hat man insgesamt wie viele Disulfidbrücken? Das haben die bei uns tatsächlich mal gefragt. 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Wenn man das weiß, dann kann man sich sicher sein, dass man den Aufbau der Antikörper verstanden hat. Und diese Immunglobulin-Domänen, die haben sich evolutionär so ausgebildet. Deswegen sind die auch so, also es gibt eine leichte Variation, aber die waren halt evolutionär von Vorteil und das hat sich so in diesen Antikörpern halt etabliert. Man sieht jetzt auch, jeweils drei Domänen der schweren Kette sind konstant. Eine Domäne ist variabel. Bei der leichten Kette ist eine Domäne konstant und auch wieder eine Domäne variabel. Das heißt, wir haben hier drei Konstante, eine Konstante und jeweils eine Variable. Und die variablen Domänen sind natürlich da, wo die Bindungsstellen sind, weil da will ich ja die Variabilität erzeugen. Da möchte ich möglichst viele verschiedene Antikörper generieren, die möglichst viele verschiedene Epitope binden können. Und man kann jetzt sogar noch weiter mit der Lupe gehen und sagen, die variablen Teile hier, die enthalten jeweils nochmal drei hypervariable Regionen. Das heißt, dieser variable Teil der schweren Kette hat drei hypervariable Regionen und die der leichten Kette ebenfalls. So entsteht so eine räumliche Variabilität. Zum Beispiel diese Bindungsstelle hier, die Antigene. Die können dann aussehen wie eine Tasche, das kann aussehen wie eine Furche, das kann eine plane Fläche sein, dass ich sozusagen räumlich hier in das Epitop binden kann. Und ein Antikörper kann je an ein spezifisches Epitop binden. Und das hat jeweils zwei Bindungsstellen, wo gleich aufgebaut sind, wo theoretisch an zwei Bindungsstellen an einem gleichen Epitop gebunden werden kann. Ganz einfach, oder? Diesen Teil hier unten, den kann man ja noch mal übrigens FC-Teil nennen und den hier kann man FAB nennen. Jetzt haben IgG-Antikörper hier noch so eine glykosidische Bindung, die kann durch ein Molekül gespalten werden, das sich Papain nennt. Diese Papain-Spaltung, die hat unter anderem Wert in der Produktion von FAB-Fragmenten. Wenn man im Labor schafft, für Immunfluoreszenzen können FAB-Fragmente besser sein, weil
dieser FC-Teil kann manchmal unspezifische Bindungen hervorrufen. Und dafür gibt es tatsächlich eine Papainspaltung, dass man nur noch dieses Fragment hier hat und dieses Fragment. Warum? Weil bei IgG-Antikörpern diese CH2-konstante Domäne glykosyliert ist und hier mit Papain gespalten werden kann. Und dann geht sozusagen dieses Fragment und dieses Fragment ab. Wunderbar. Und damit habt ihr eigentlich schon die größten Grundlagen der Antikörper und Antigene kennengelernt. Was man jetzt hier nochmal sieht, ist eine Übersicht der Antikörperklassen. Bei den Antikörperklassen sieht man eben die fünf wichtigsten Antikörperklassen. Das ist das IgM, das IgD, das IgG als allerwichtigste überhaupt, das IgA, sehr wichtig in Schleimhäuten, zum Beispiel im Darmepithel wird viel IgA sekretiert. Und das IgE, das kennt man als Asthmatiker, unter anderem beim Asthma oder bei allergischen Schock, dass es dann zu einer Kreuzvernetzung IgE-Antikörpern auf Mastzellen kommt und dabei wird massiv Histamin frei und dann haben wir Gefäßdilatation und das kann bis zur Atemnot halt gehen und zum Kreislaufstillstand. Man sieht alle diese Antikörper mit Kappa oder die Lambda-Kette als leichte Kette. Und sie haben halt ihre spezifische schwere Kette, was die Klasse ausmacht. Mu, Delta, bei Gamma gibt es 1 bis 4, das ist schon sehr detailliert. Bei Alpha gibt es 1 und 2 und dann halt noch IgE. Der Anteil im Blut ist auch logisch, IgG am häufigsten, dann IgA etwas häufiger als IgM und IgD und IgE sind nur in Spuren vorhanden. IgE vor allem diese Rolle beim Asthmatiker. Und bei IgD weiß man es tatsächlich gar nicht so genau, was deren Rolle ist. Also da gibt es verschiedene Mutmaßungen. Es gibt auch eine Koexpression zum Beispiel in bestimmten Zellen von IgD und IgM. Aber man ist noch nicht so ganz schlau draus geworden. Und so ein IgG-Antikörper wiegt etwa 150 Kilodalton. Und so ein IgM-Antikörper wiegt lustigerweise 900. Ja, warum jetzt plötzlich so viel? Das sieht man hier in der letzten Spalte. Das möchte ich nochmal zeigen. So ein IgM-Antikörper ist tatsächlich meist, ist, oder ist eigentlich immer ein so räumliches Ding, hier so wie so ein, kann hier so ein Fünfeck drumherum malen, dass hier fünf Antikörper, die aussehen wie IgGs, mit so einer Jointkette zusammengebunden sind und dann so ein Knubbel entsteht, der dann zum IgM wird. Das heißt, das IgM entsteht immer aus fünf, vier Ketteneinheiten mit einer J-Kette. Und das IgA, das habe ich ja genannt, ist häufig sekretiert. Das hat häufig eigentlich zwei Ketten. Und diese zwei Ketten, deswegen ist es häufig auch eher 300 Kilodalton schwer als 150, hat nämlich eine zusätzliche Sekretionskomponente, weil es halt sezerniert wird und deswegen da insbesondere wichtig ist. Also immer dran denken, ein IgM sieht so aus mit den fünf Ketten und ein IgA sieht so aus und hat noch eine Sekretionskomponente. Und ein IgG ist klassisch dieser schematische Aufbau. Und zu guter Letzt, ein IgE hat doch mal eine zusätzliche Domäne und deswegen ist es ein bisschen schwerer als IgG und IgM. Deswegen wiegt ein IgE tatsächlich 190 Kilodalton. Also wichtiger Fallstrick, aber wenn ihr das jetzt gehört habt, könnt ihr das auch. Und damit habt ihr eben die Grundlagen der Antikörper eigentlich verstanden. Hier gibt es noch so ein paar Klinikanteile, wobei man sagen muss, bei der Immunologie kann man alles Mögliche in der Klinik eigentlich nennen. Was mir jetzt eingefallen ist, es gibt einen IgA-Mangel, dass die Schleimhaut zum Beispiel weniger IgA produziert. Das kann auch bestimmte chronische Erkrankungen bedingen oder allgemein passagere Immunschwäche auslösen. Was ich noch sehr interessant finde, ist das multiple Myelom. Das ist ein Tumor, wo ein Klon des Immunsystems fälschlicherweise entartet ist und nur noch eine bestimmte Sorte an Antikörper produziert. Und diese haben in der Regel dann natürlich nur eine Kette, also eine bestimmte leichte Kette, weil es ja ein und derselbe Klon ist. Also entweder eine Lambda- oder eine Kappa-Kette. Und das fällt dann im Blut dadurch auf, dass wir halt ganz viele Zellen haben, die überproportional entweder die Kappa-Kette oder die Lambda-Kette beinhalten. Das würde man zum Beispiel durch eine Immunfixation herausfinden. Diese Leute, die haben neben einer Hyperkalzämie häufig auch eine
dadurch bedingte prärenale Proteinurie, weil natürlich die ganzen Immunglobuline ausgeschieden werden. Und es kommt auch zur Castnephropathie, also zur Einlagerung dieser Proteine in der Niere. Das gibt dann so rompenförmige Kristalle. Das ist auch jetzt mal etwas, was ich einfach erwähnen wollte, weil ich finde, es passt hier ganz gut rein. Aber es gibt verschiedene Dinge, die man in der Art, also die man hier halt mitnehmen kann. Und damit bin ich schon bei der Zusammenfassung gelandet. Also wir haben heute gelernt, was so angeborene Abwehrmechanismen betrifft, dass wir diese mechanischen, mikrobiologischen und chemischen Bestandteile haben. Wir wissen, dass Murein hier durch Lysozym gespalten wird, O-Glycoside, später 1,4. Wir wissen, was Defensine sind, dass sie Porenbildner sind. Wir wissen, dass Surfaktant A und D wichtig ist, nicht B und C. Dann haben wir die Rolle von den Phagozyten kennengelernt, dass sie so Rezeptoren beinhalten, die pathogen-assoziierte Moleküle erkennen. Toll-like-Rezeptoren, Makrophagen-Mannose-Rezeptor, Scavenger-Rezeptoren, FMetLoFe-Rezeptor. Akutphase-Proteine wie CRP und MBL. Akutphase heißt übrigens, akute Phase der Immunreaktion wird das hier produziert, deswegen Akutphase-Proteine. Und dieses Rolling der Leukozyten, was dann zur festen Adhäsion wird bei chemotaktischer Anlockung durch eben Phagozyten. Und dann haben wir Antigen und Antikörper kennengelernt, wissen, dass ein Antigen multideterminant sein kann, aus verschiedenen Epitopen bestehen kann, die sind diskontinuierlich oder kontinuierlich. Und dass so ein Antikörper eben schematisch aus 2x2 Ketten besteht, leicht und schwer, einen konstanten und einen variablen Anteil hat, sogar hypervariable Regionen. Die schwere Kette, die Klasse beinhaltet, IgG aus IgG-Domänen besteht, wie auch alle anderen Antikörper, wie sowas halt aufgebaut ist, ein IgM so aussieht, ein IgA aussieht und was es so für Klinik-Sachen gibt. Damit hoffe ich, dass ich euch Lust gemacht habe für weitere immunologische Vorträge. Ich versuche das Ganze noch möglichst kurz zu halten, das heißt, ich vermute in den nächsten, ich sag mal, 3 Videos habe ich die immunologischen Grundlagen abgearbeitet und dann wird es in Zukunft nochmal ein Video zur Transkription und Translation geben. Ihr seht hier nochmal abschließend die Übersichtsfolie, die könnt ihr euch wie gesagt abfotografieren und damit lernen. Ansonsten möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken und am Ende des Tages bleibt mir nur noch zu sagen, so schwer ist doch Biochemie eigentlich gar nicht.